Hallo ihr Lieben, bevor wir mit dem heutigen Projekt anfangen, wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Wir haben es etwas ruhiger angehen lassen. Mein Projekt für heute ist ein wenig aufwendiger. Das wollte ich euch eigentlich zur Weihnachtszeit schon zeigen, also dann auch in Weihnachtsoptik. Das habe ich aber nicht mehr gemacht, deshalb ist allerdings mein Muster noch in Weihnachtspapier und Weihnachtsstempeln. Das Ganze schaut so aus. Im ersten Moment wie eine Box. Wenn man diese Box aber öffnet und das Ganze aufklappt, kriege ich hier gar nicht drauf, ich lege es mal so hin, hat man eine richtig schöne lange Karte. Wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch. Erst einmal zeige ich euch, wie ihr die wieder zusammenklappt. Und zwar legt ihr hier die Seiten hoch. Dann nehmt ihr euch die nächsten. Und dann ist das Ganze schon zusammengeklappt. Deckel drauf. Und fertig ist das Ganze. Was ihr dafür braucht, ist jede Menge, zumindest an DSP. Für die Karte an sich braucht ihr ein Stück in 29,4 x 14,7. Für den Deckel braucht ihr ein Stück in 14,9 x 10,3. DSP habe ich mir jetzt schon vorbereitet und auch beschriftet, damit ich nicht durcheinander komme. Denn ich habe mir das DSP selber gemacht. Und zwar habe ich dafür einen DIN A4-Bogen in Flüsterweiß bestempelt mit verschiedenen Sets. Unter anderem mit dem Set Wunderbare Vasen. Da habe ich mir die ganze Blume rausgenommen und dann diesen Rahmen aufgesetzt. Aus dem nächsten Set habe ich diese Blume genommen, auch gestempelt und dann koloriert. Die Sprüche für innen habe ich aus dem Set Bannerweise Grüße und aus dem Set Pick a Pennant habe ich die Blume und die Schleife benutzt. Also wie ihr das dekoriert, welches DSP ihr nehmt, das ist euch natürlich überlassen. DSP braucht ihr 28 Stücke, es ist viel, ich weiß das, in 4,5 x 4,5. Dann braucht ihr für innen noch 6 Mattungen in 4,7 x 4,7. Für den Deckel braucht ihr noch eine Mattung in 9,5 x 4,8. Und das DSP für den Deckel sind 2 Stücke in 9,5 x 2 und 2 Stücke in 4,8 x 2. Wie gesagt, ich habe mir das hier alles schon zurechtgelegt und beschriftet. Dann habe ich für die Box obendrauf habe ich mir ein Oval ausgestanzt. Da habe ich nochmal aus einem Stempelset zurückgegriffen. Aus der November-Aktion von 2018. Das gibt es leider nicht mehr. Wenn ihr euch das DSP bestempelt und die Box damit bekleben möchtet, achtet darauf, wie ihr das schneidet, damit das dann beim Aufkleben ein Muster ergibt. Wir fangen an zu falzen. Und zwar nehme ich da jetzt ein Stück in Rot. Wir arbeiten heute mit Babyblau. Da ich das in Blau aber auch schon vorbereitet habe und euch das trotzdem zeigen möchte, nehme ich jetzt ein Stück Rot. Und zwar legen wir das als erstes hochkant ein und falzen das von beiden Seiten bei 4,5. Jetzt habe ich geschnitten. Da muss ich eben ein neues zurechtschneiden. So, ich habe da mal ein neues zurechtgeschnitten. Also, wir legen das als erstes, wir legen die kurze Seite an und falzen als erstes bei 4,5. Nein, bei 4,9.
Entschuldigt, es ist ein neues Jahr. So, als erstes von beiden Seiten bei 4,9. Das heißt eine Seite, dann nehmen wir die andere Seite. Dann legen wir die lange Seite an und falzen als erstes auch wieder bei 4,9. Dann schieben wir das weiter auf 9,8. Und bei 14,7. Noch einmal bei 19,6 und ein letztes Mal bei 24,5. Das war's erstmal mit dem Falzen. Das falzen wir jetzt mit dem Falzbein alles nach. Im Übrigen, alle Maßangaben findet ihr auch auf meiner Homepage, die da lautet www.kreativepause-el.de. Schön nachfalzen, damit wir die Falzlinien gleich gut sehen. So, jetzt haben wir 18 Vierecke. Die äußeren Vierecke ist das, was bei der Box umklappt, und da schneiden wir uns jetzt überall die Falzlinien raus, aber nur die Falzlinie. Das heißt, wir schneiden einmal rechts knapp an der Falzlinie und einmal links. Es wird nichts angeschrägt, es wird einfach nur die Falzlinie rausgeschnitten. Ich zeige euch das hier nochmal. Also knapp an der Falzlinie entlang, einmal rechts und einmal links. An der anderen Seite, also hier komplett, und an der anderen Seite genau das Gleiche. Da bleiben dann so kleine Fussel bleiben stehen. Die schneidet ihr euch dann hier oben einfach noch ab. Und das macht ihr an beiden Seiten. Wie ich ja vorhin schon sagte, ich habe mir das jetzt in Babyblau schon einmal vorbereitet, damit das nicht alles ganz so lang dauert. Wenn ihr die Falzlinien rausgeschnitten habt, dann sieht das Ganze so aus. Also wir haben hier jetzt überall so einen kleinen Spalt. Dann drehen wir uns das Ganze um und dann können wir auch schon das DSP aufkleben. Das ist ja eine ganze Menge. Und zwar habe ich mir jetzt den ersten Stapel, habe ich jetzt einfach innen links. So weiß ich dann, wo das hin muss. Das kommt jetzt hier an die Seite drauf, also an die linke Seite. Da ist eins abhanden gekommen, das gucke ich gleich nach. Ich klebe das jetzt alles einmal auf von innen und auch von außen, weil bei der Menge dauert es einfach zu lange und ist für euch wahrscheinlich auch zu langweilig. Wenn ich das fertig habe, melde ich mich gleich wieder. So, ich habe das jetzt mal alles aufgeklebt. Also wie gesagt, es ist sehr viel. So schaut das von außen aus. Aus dem DIN A4 Bogen in Flüsterweiß, wenn ihr den bestempelt, bekommt ihr 24 von diesen DSP-Stücken. Wir brauchen aber ja 28, denn auf die beiden äußeren kommt jetzt bei mir, das könnt ihr natürlich auch selber entscheiden, auch DSP drauf, damit die Box wirklich rundum schön verziert ist. Das könnt ihr auch weglassen, wie ihr das mögt. Und zwar habe ich dafür noch zwei Stücke in
9 mal 4,5. Die habe ich mir auch noch mal bestempelt. Die schneide ich jetzt beide bei 4,5 durch. Also ich lege mir die lange Seite an und teile mir die nochmal bei 4,5. So haben wir dann die übrig oder die 4, die wir noch brauchen, auch. Und die kommen jetzt auf die Rückseite. Und die klebe ich mir jetzt auch so hier drauf, dass das wieder ein Bild ergibt. Da nehme ich jetzt auch den Tombow. Die anderen habe ich auch alle mit dem Tombow aufgeklebt. Da kommt jetzt schon nichts mehr raus, doch. Jetzt hätte ich es schon fast falsch rum aufgeklebt. Also wie gesagt, wenn ihr da DSP habt, was mit einem Muster ist oder was ihr selbst bestempelt habt, achtet drauf, wie ihr das zurechtschneidet. Am einfachsten ist es, wenn ihr den DIN A4 Bogen hochkant in euer Schneidebrett legt und euch dann Streifen in der Breite von 4,5 cm schneidet und dann die 6 einzelnen Stücke. So, das letzte noch. Somit wäre dann die Karte schon fertig. Fehlt uns noch der Deckel. Das legen wir mal beiseite. Da kommt jetzt das Stück in, wo habe ich es denn hingeschrieben? 14,9 mal 10,3. Das wird rundherum gefalzt bei 2,5. Also wie ich schon sagte, die Box ist etwas aufwendiger. Die Karte in der Box, die Box in der Karte, je nachdem, wie man das sieht. So, das falzen wir nach. Und da kleben wir uns jetzt auch das DSP erst noch drauf und die Mattung können wir uns da auch schon aufkleben. Also gearbeitet habe ich jetzt mit der Farbe Babyblau und Osterglocke. So, diese Streifen bleiben übrig, wenn ihr die anderen 24 zugeschnitten habt. Von dem DIN A4 Bogen. Kommt wieder ein langes und ihr seht das hier, ich habe mir das wirklich alles markiert, damit ich selber nicht durcheinander komme, denn es ist wirklich viel Arbeit, so einen DIN A4 Bogen zu bestempeln und dann zu kolorieren, und da ärgert man sich dann doch, wenn man sich so viel Mühe gegeben hat, wenn es dann durcheinander aufgeklebt wird. So, dann können wir noch schneiden. Wo habe ich meine Schere? Wir haben jetzt hier außen die kleinen Vierecke. Die schneiden wir uns jetzt einfach zur Klebelasche.
Da ist jetzt nichts Neues bei. Ich schneide jetzt immer unten rechts. Ihr könnt das aber auch parallel einschneiden. Und die letzte Ecke noch. Dann kann das zur Seite, dann kommen wir auch schon ans Zusammenkleben. Dazu mache ich mir jetzt auf die Klebelaschen den Tombow. Erst an einer Seite und das kleben wir jetzt wie gewohnt zusammen. Schön Kante auf Kante. Kurz festhalten. Die letzten beiden Ecken auch noch. Dann ist der Deckel auch fertig. Dann können wir uns jetzt die Karte nehmen. Also die beiden äußeren Laschen hoch drehen, die nächsten Laschen hoch, wieder drehen und die letzten vier hoch. Und diese beiden und die beiden äußeren, das sind die vier, die wir gerade zum Schluss noch aufgeklebt haben. Also wie gesagt, das ist optional. Da könnt ihr dann schauen. So, jetzt schaue ich mal, ob der Deckel denn auch passt. Jawohl, er passt. Zum Schluss setzen wir uns das Schild noch auf. Da nehme ich mir jetzt einfach ein paar Dimensionals. Macht nicht eine ganze Palette. Zwei Stück reichen mir jetzt in dem Fall. Das kleben wir uns hier oben noch mittig drauf. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt in der Mitte, ich zeige euch das nochmal, auf diese beiden Felder könntet ihr jetzt noch ein bisschen Schoki verstecken. Aber wie gesagt, das liegt da ganz bei euch. Das war mein Projekt für heute. Es ist, wie gesagt, etwas aufwendiger. Aber ich finde das Ergebnis lohnt sich. Jetzt geht es nicht zu. Doch. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.